Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit in meine kleine Auszeit. Wir sind wieder unterwegs nach Skandinavien und schauen uns die Goodiebox an. Da ist sie eingetroffen. Sie kommt aus Skandinavien, um genau zu sein, aus Dänemark und versorgt uns jeden Monat mit skandinavischem Make-up, Kosmetik, Pflege, lauter Synonyme, ne? Naja, wir haben vor allem viel Skincare und pflegende Kosmetik, aber auch mal dekorative Kosmetik dabei. Sehr gerne skandinavische Marken, Marken, die wir kennen, aber auch mal neue Marken, was ich sehr schön finde an der Goodiebox. An sich ist es meine Lieblingsbox, so sieht sie aus. Gerade haben wir ein bisschen Streit. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, gibt es auch keinen Adventskalender dieses Jahr. Ich finde es persönlich sogar ein bisschen schade, aber es soll nicht sein. Ihr braucht mir auch gar keine Tipps geben. Letztens hat mir jemand drunter geschrieben, den gibt es noch, du kannst den noch günstiger kriegen und so. Ich weiß, weiß ich. Also ihr könnt den auch kaufen, ich kann ihn euch auch unten verlinken. Für mich wird es nicht stattfinden dieses Jahr. Meine Goodiebox an sich habe ich aber noch. Wir schauen gleich gemeinsam rein. Der Preis hat sich ein bisschen erhöht. Wir hatten immer 19,90 Euro plus Energiepreispauschale. Die kam dann irgendwann dazu, 1,63 Euro. Jetzt sind wir bei insgesamt mit dieser Pauschale 24,98 Euro, glaube ich. Also wir sind bei knapp 25 Euro mittlerweile für die Goodiebox jeden Monat. Ihr könnt ein Abo abschließen über meinen Link unten, dann bezahlt ihr nur die Hälfte. Immerhin, ihr bekommt dann aber nicht jetzt diese aktuelle Novemberbox, sondern die Welcome-Box. Die Welcome-Box ist immer die gesammelte Box der letzten Monate, das, was die Goodiebox-Abonnenten am besten bewertet haben. Ihr könnt euch immer in eurem Profil einloggen und bewerten, wie ihr die Box fandet. Ganz detailliert mache ich jeden Monat, seit Jahren, schreiben, wie ihr welches Produkt fandet, warum, babi, bububu. Und danach werten die aus und stellen dann die Welcome-Box zusammen. Und die bekommt ihr dann, wenn ihr das Abo jetzt frisch abschließt, zum halben Preis. So, ab Dezember wäre das dann jetzt, würdet ihr dann die normale Monatsbox bekommen, die Dezemberbox, die in der Regel eine der besten Boxen des Jahres ist, bei allen Boxen, wie oft wie sie das Wort Box sagen, ich sage es nochmal Box. So der Stand, aber jetzt schauen wir erstmal in den November rein. Ich habe gerade schon nach unten geschaut und ich verdrehe die Augen, denn ich zeige euch erst, wie sie aussieht. Die habe ich schon. Tada! Sehr schön. Also heißt jetzt nicht, dass ich den Inhalt schon habe, sondern das Design passt auch heute, ne? Passt zu meinem Herbstlook. Sieht auch sehr herbstlich aus. Das sind so wie rangezoomte Mohnblumen oder so riesengroße Blätter. Wo habe ich sie da stehen? Da oben! Wartet mal. Schaut mal. Da, neben Tim. Da ist sie. Da! Ja, mein Finger, genau. Sehr schön. Die habe ich schon. Ist aber eine schöne Box, schöne Farben, passt alles. Ich habe gerade mein Handy nicht griffbereit, mit dem ich normalerweise den QR-Code scanne. Ich weiß, woran es liegt, aber es macht es nicht besser. Meine Kinder haben es versteckt und die sind beide in der Schule. Ich kann sie nicht fragen, ich finde es nicht. Und ich möchte aber jetzt auch nicht nicht drehen und noch länger warten. Jetzt sind wir schief, wa? So. Weil die Kinder das Handy versteckt haben. Also machen wir das jetzt anders. Und ich dachte, ich bin mal schlau. Und ich logge mich einfach auf meinem Laptop ein, in meinem Profil und will das digitale Unboxing sehen. Und er macht es nicht. Und ich habe gerade noch mal geschaut. Ich habe mich schon ein paar Mal aktualisiert. Aber vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Nee, deine neue Box ist da. Und da haben wir gerade die Septemberbox. Nee, die Oktoberbox war es, ne? Der zeigt die Census-Box. Das war Oktober. Beauty School Box, das war September. Turn on the Lights Box. Ist sie das vielleicht? Beauty Best Friend Box. Wir schauen mal in die Turn on the Lights Box. Vielleicht ist sie das. Denn ich glaube, die Produkte kommen mir noch nicht bekannt vor. Leute, okay. Wir schauen mal rein, ne? Vielleicht ist das ja unser Motto dieses Jahr, diesen Monat. Monat muss erstmal reichen. Da hinten kommt der Deckel hin. Hier haben wir den Flyer mit dem QR-Code.
It's time for me time, genau. Und wir schauen mal, wie es aussieht hier drin. Es knistert so, ich weiß. Ja, gut. Dann weiß ich jetzt, welche Box es ist. Sehr schön. So ist der erste Blick. Ganz kurz, habt ihr nicht gesehen. Wir haben the Turn on the Lights Box. Also, die Lichter gehen an, ne? Passt ja auch. Jetzt kommt Halloween ist vorbei und am 1. November ist offiziell Vorweihnachtszeit, oder? Also bei mir wurde am 1. November umdekoriert. Jetzt noch nicht komplett weihnachtlich, aber winterlich. Das ist immer so etappenweise Halloween, dann winterlich und dann kommt Weihnachten ab Dezember. Und die Lichterketten kommen raus, die Kerzen kommen raus, die Kerze hier ist angegangen. Ganz auf wunderbare, wundersame Art. Turn on the lights. Das passt, würde ich sagen, in den November. Oh, andere Lichter gehen hier auch noch an. Tritt ins Rampenlicht und entdecke dein inneres Strahlen mit der Box dieses Monats. Vollgepackt mit strahlenden Schönheitsprodukten, die deine Haut und deinen Geist erhellen. Genieße die Magie der Glow Essentials, die perfekt für die kälteren Monate sind, in denen deine Haut nach zusätzlicher Pflege verlangt. Ob es sich um eine nährende... Okay, wir werden gespoilert. Letzter Satz noch. Mach dich bereit, hell zu leuchten und den Glow zu umarmen. Na, dann machen wir das mal. Tatsächlich funktioniert es jetzt hier auch. Das ist doch mal was. Das allererste Produkt ist altbekannt. Lottie London. Das ist dann keine neue Marke. Lottie London kennen wir alle. Ich schau mal eben, was es ist. Power Foil Metallic Eyeshadow. Ich habe Mascara am Daumen. Auch schön. Das ist ein Eyeshadow, ich werde ihn nicht aufmachen. Ich habe sogar genau die Farbe schon, Unfaced. Das ist so ein Rosé-Kupferton, schon mehr Kupfer. 2 Gramm haben wir hier drin. Die sind, ich glaube, ich habe ihn in meiner Aussortierbox. Ich habe ihn, glaube ich, nicht in der Nähe. Ich kann ihn euch jetzt nicht swatchen. Aber das ist so tatsächlich ähnlich wie, jetzt kommt's. Hier ist mein Natasha Denona Monolidschatten. Den habe ich euch auch mal in 2 Shorts gezeigt, besonders süßen Shorts, die nicht mein Plan waren, aber der meiner Tochter. Und da seht ihr, das ist so, das sind wie einzelne Folienpartikel, Farbpartikel. Und so ähnlich funktioniert das hier auch. Ihr seht das, das ist kein pudriges Produkt, sondern ihr tragt das quasi wirklich wie feucht. Es ist auch nicht, es ist... Es ist ja foliert. Ich finde, das passt schon ganz gut als Beschreibung. Wartet mal, steht hier was Schöneres drin? Mir fehlen die Worte. Ich habe die Worte nicht. Entfesse dein inneres Strahlen mit dem veganen Powerfoil Lidschatten in Unfaced Bronze. Okay, Bronze. Diese vielseitige, hochdeckende Metallic-Formel sorgt mit nur einem Pinselstrich für ein intensives Metallica-Finish. Mühelos verblenden für einen dezenten Alltagslook oder schichtweise auftragen für einen kräftigen, wirkungsvollen Glanz. Ja. Nach reichhaltige Pigmentierung, schillernder Schimmer. Das stimmt. Also das ist quasi ein einzelner Lidschatten. Passt zum Turn on the Lights. Ne? Also das leuchtet dann auf jeden Fall. Dann haben wir etwas von Thorup oder Thorup. Ich hatte schon mal was von denen, aber ich weiß gerade nicht. Ein Keep It Restored Leave-In Serum. Leave-In Serum heißt Haarserum oder was? 50 Milliliter haben wir hier. Keep it restored. Leaves your hair smooth and nourished. Wir haben hier BD5 mit drin. Und das ist gegen Haarspliss und so frisige Haare. Also wie eine Haarmaske. Ein Serum für die Haare zum Drinlassen. Ich finde, dann ist das Wort Serum schon ganz gut. Ne? Maske verbinde ich tatsächlich mehr mit Auswaschen. Ich weiß, dass es auch Leave-In-Masken gibt. Aber das finde ich eigentlich ganz spannend. Was haben wir denn hier stehen? Verwandeln Sie widerspenstiges Haar mit dem Keep It Restored Leave-In Serum. Dieses mit nährendem Vitamin B5 formulierte Serum verbessert die Haarelastizität und den Feuchtigkeitsgehalt. Was zu gesünderen, ja, okay, bla. Oh, und zu besser frisierbaren Locken führt. Oh, vielleicht ist das was für meine Tochter. Eignet sich perfekt zur Bekämpfung von Frizz und Spliss. Spendet langanhaltende Feuchtigkeit, ohne das Haar zu beschweren. Genießen Sie jeden Tag die Schönheit glatter, wiederhergestellte Haare. Vegan, freundliches Essential für Ihre Haarpflegeroutine. Vielleicht probiere ich es tatsächlich bei meiner Tochter aus. Da habe ich eine neue Herausforderung gefunden mit ihren Haaren. Die haben eine andere Struktur als meine und brauchen irgendwie andere Routinen.
Wir arbeiten uns da gemeinsam durch. Dann haben wir Posy, eine Gesichtsbürste. Eine Gesichtsbürste, so sieht's aus. Ich zeige euch einmal. Na, wir machen es dann am schönsten. So. Hier eine Silikonbürste. Und hier ein Spatel für Masken. Ne? Damit würde ich mir eine Maske auftragen. Es liegt schön in der Hand, fällt mir gerade auf. Also wenn ich so die Maske auftragen will, liegt das hier richtig schön in der Hand. Aber als Bürste, weiß ich nicht. Ich habe es mal gemacht und habe es nicht so gefühlt. Vielleicht kommt es auf die Bürste an. Dieser Silikon-Gesichtsmaskenpinsel ist ein Must-Have für die Hautpflege, mit dem du zu Hause eine makellose Gesichtsbehandlung wie im Spa erzielen kannst. Die weichen, flexiblen Silikonbürsten peelen deine Haut sanft und sorgen für einen erfrischten, strahlenden Teint. Die andere Seite, ja, damit kannst du dir die Maske auftragen. Okay, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich hoffe, es ist nicht so ein Tool, das irgendwo dann mal benutzt wird, rumliegt und nie wieder benutzt wird. Kennt ihr das? Habt ihr sowas? Ich ja. Wir werden es mal sehen. Ich finde es ganz spannend und es, ja, es passt wieder, weil die Haut strahlen soll. Und dann haben wir so ein kleines Pflege-Peeling-Tool. Das ist doch in Ordnung. Mensch, dann haben wir einen Gutschein. Die werden immer größer, ne? Ein HelloFresh-Gutschein. Warum auch immer. Ich meine, wir sammeln die. Ich kann einen Katalog veröffentlichen mit HelloFresh-Gutschein. Aber wir sind diesmal bei 125 Euro Gutschein. Das werden immer mehr. Benutzt sie keiner, deshalb steigen die Preise, damit mehr Leute doch aufspringen. 125 Euro Gutschein. Ich rechne das nicht auf den Warenwert hier mit drauf, ne? Nee, nee, nee. Wir haben hier noch etwas wahrscheinlich Tolles. Oh, die Stimme haut ab. Schön. Mask Me Up, eine Face Sleep Gel Mask. Ein Kollagen Treatment. Ist das so ein Ding? Oh, das wollte ich euch auch mal zeigen. Ich glaube, es ist so eine. Wir haben eine Kollagenmaske von Mask Me Up. Passt auf, ihr kennt doch bestimmt alle diese Shorts, Reels, TikToks. Keine Ahnung, wie heißt das auf TikTok? TikToks? Mit den Kollagenmasken, die man sich abends drauf macht. Dann sind die ganz weiß. Über Nacht lasst ihr die drauf. Und morgens ist es komplett durchsichtig. Ihr zieht das ab und ihr habt so eine richtige Glass Skin. So ein richtig glänzendes, ebenmäßiges Hautbild. Ich habe mir auch welche bestellt. Ich habe es auch gemacht. Und es funktioniert tatsächlich. Es ist ziemlich cool. Das Gefühl ist, muss ich sagen, von der Maske, wenn sie dann durchsichtig ist, nicht so angenehm. Na, vielleicht erzähle ich euch das mal in einem Short, oder? Das testen doch eh alle in einem Short. Dann mache ich das auch mal. Ich habe jetzt noch welche. Ich glaube, das könnte man echt so einmal die Woche machen oder so. Es ist ziemlich cool. Aber ich vermute, das ist jetzt auch so eine. Oder ich teste mit euch einfach die in einem Short. Die sagen die nämlich auch. Boah, das reflektiert aber auch. Reinigen, aufkleben, 3 bis 8 Stunden. Heißt, ihr könnt das über Nacht drauf lassen. Und am nächsten Morgen sind die dann durchsichtig und eure Haut ist super durchfeuchtet, glänzend, schön, angenehm. Das ist wirklich toll. Das ist wirklich cool. Ich wusste nicht, dass es die von Mask Me Up auch gibt. Ein Stück ist hier drin, eine Maske. Das ist auch so ein Riesenteil, ne? that's what she said. Wie man es benutzt, ich schaue mal hier rein, am Morgen für einen strahlenden Tag. Okay, also da steht jetzt nicht, ich denke mal, das wird so eine sein. Das probiere ich auf jeden Fall aus. Sehr, sehr, sehr cool. Und sie sind auf den Trend mit raufgesprungen, ne? Und nicht erst ein Jahr später oder so. Es haben ja einige Beautyboxen, dass sie dann mit Trends kommen, wo man denkt, ah, das war doch mal vor einem halben Jahr oder so. Warum sieht das denn hier gerade so strähnig aus? Was ist da los? Ich brauche Haarserum. Ja, gut. Sondern sie sind direkt aufgesprungen und schenken uns so eine Maske. Finde ich super. Dann haben wir das letzte Produkt. Die Box ist leer. Was ist das? Irgendwas war hier drin. Lottie London wahrscheinlich. Okay. Wir haben hier, es sieht aus wie ein Riesenöl, aber Micra Bronzing Self-Tanning Drops für Face und Body. Passt auf, meine Meinung hat sich geändert. Ich werde es nämlich ausprobieren. Ich probiere aktuell auch eins aus von Hujon. Muss aber sagen, ich sehe gar keine Wirkung. Da steht was von
2 bis 6 Tropfen oder so. Ich bin mittlerweile bei 7 Tropfen und merke noch nichts. Also ihr seht es vielleicht, ich sehe nicht gebräunt aus. Da passiert irgendwie nichts. Und ich werde das jetzt einfach weiter ausprobieren und dann gerne auch mal das hier probieren. Ich habe eine Zeit lang gesagt, haben glaube ich viele, na, nee, ist nicht so meins. Und dann wird das weitergegeben. Das sind dann die klassischen Produkte, die rumgetauscht werden, bis sie irgendwann weggeschmissen werden. Aber ich durchbreche diesen Zirkel und ich probiere es jetzt aus. Ist sogar auch für den Körper, ist auch relativ groß, ne? Vegan. Und wie viel haben wir hier drin? 25 Milliliter. Habe ich es euch schon gezeigt? So, ich probiere das aus. Wir haben eine Pipette. Ich werde mir das mit einem Serum mischen und dann auftragen aufs gereinigte Gesicht. Ich schaue mal, ob hier noch was anderes steht. Behalte deinen natürlichen, sonnengeküssten Sommerglanz. Bisschen spät im November, Leute. Aber, doch, 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 wir haben bestimmt irgendwo noch Sommerglanz. Hier, wo der Bronzer ist, da so. Einmal pro Woche. Klingt ja intensiv. Die Formel ist sanft, feuchtigkeitsspendend und lässt sich nahtlos in deine Hautpflegeroutine integrieren. 1 bis 8 Tropfen direkt auf die Haut oder in die tägliche Creme oder Lotion. Wir werden es sehen. Ich werde es ausprobieren. Wir werden es sehen. So, das... Ich höre auf. Heute spielt sie sich wieder viel in den Haaren rum, ne? Schlimm hier. Das sind unsere... Passt gar nicht alles drauf. Inhalte unsere Produkte im November. Wir haben hier einen Gesamtwert. Das hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Aber, und hier muss ich einmal unterbrechen. Tatsächlich fehlt mir ein Produkt, ihr Lieben. Da gehört noch ein Matte Maski Produkt mit rein. Meine liebste Marke, ihr wisst es, es war nicht in der Box. Ein Cleansing Gel soll laut QR-Code noch dabei sein. Ich werde Goodiebox mal anschreiben und fragen, ob ich es noch bekomme. Richtig schade. Passt es denn zum Motto? Turn on the lights. Wir haben eine Maske, die unsere Haut leuchten lässt, strahlen lässt. Wir haben ein Peeling-Produkt, das unsere Haut strahlen lässt, also ein Tool. Wir haben einen strahlenden Lidschatten. Wollen wir statt leuchtend strahlen sagen? Dann passt es, würde ich sagen. Ne? Was haben wir hier noch? Achso, eine Haarmaske für, genau, Anti-Frizz und gepflegtes Haar. Heißt, dann glänzen die ja auch mehr. Jetzt sind wir schon bei Glänzen, Strahlen, Glänzen, Leuchten, alles dasselbe. Und Bräunungs... Naja, ist das noch irgendwie hier mit Glitzer oder so? Nee, ne? Dann ist gut. Sonst hätte ich jetzt gedacht, das hätte ja dann noch gepasst, wenn sie da noch so ein glitzerndes Zeug reinmachen. Aber ist es nicht. Das finde ich gut. Ich finde die Box gut. Ich finde, das passt auch alles schön zusammen. Das passt auch schön zu dem Muster der Box hier. Ich werde nicht alles behalten, weil ich den Lidschatten schon habe. Ich werde aber... bis auf den Lidschatten alles ausprobieren. Die geht hier voll unter, ne? Naja, ihr wisst es ja. Ihr wisst es ja. Also, was sagt ihr? Ich find's gut. Ich bin im Vibe und ich glaube, ich werde heute noch die Maske machen. Da habe ich jetzt Bock drauf. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt seit 2 Wochen, glaube ich, keine gemacht. Mal schauen, ob es passt heute. Und dann bin ich gespannt, was ihr sagt. Ich bin echt zufrieden. Ja. Das war meine Novemberbox. Heute alles ein bisschen anders, aber vielleicht mache ich das jetzt öfter mit dem Laptop. Dann muss ich nicht so runterschauen, sondern kann so halb schauen. Dann werde ich gleich mal bewerten und damit ein paar Punkte sammeln. Die Punkte könnt ihr dann später nämlich einlösen. Ihr könnt aber sehr gerne auch, wenn ihr die Welcome-Box haben wollt, ich zeige sie euch hier noch, habe ich am Anfang verpasst, ne? Hier ist sie, die aktuelle, könnt ihr meinen Link unten benutzen. Und bekommt die zum halben Preis. Ich bekomme da keine Punkte für oder so. Das haben sie abgeschafft. Dafür bekomme ich ein Produkt zugeschickt. Kann ich euch ja sagen. Ich glaube, es lohnt sich für Goodiebox, dass sie die Punkte abgeschafft haben. Denn ich habe jetzt diesen Monat schon 3-mal dasselbe Produkt bekommen. Ein Produkt, was ich nicht benutze. Was für mich nicht passt. Das wären natürlich gute Goodie Points geworden, ne? Also erstmal großes Dankeschön an euch, dass ihr diesen Link benutzt. Das war jetzt Meckern, ne? Das war Meckern auf hohem Niveau. First World Problems. Es ist kein Meckern. Es ist einfach, ich erzähle euch das mal. So, vielen Dank, dass ihr überhaupt diesen Link benutzt, dass ihr zuschaut, dass ihr kommentiert und dass ihr Spaß daran habt, dass ich Spaß habe. Das finde ich erfüllend, klingt so hochtrabend, aber es ist tatsächlich meine Auszeit und mein kleines Abtauchen in eine andere Welt. Dankeschön dafür, ihr Lieben. Und jetzt höre ich auf zu schnulzen und wir sehen uns im nächsten Video wieder, okay? Bis dahin, passt auf euch auf und lasst euch nicht ärgern. Ihr wisst es, lasst euch nicht ärgern. Ciao.